Guten Abend aus dem Audi Sportpark, guten Abend aus Ingolstadt zu diesem Montagabendspiel Ingolstadt gegen 1860 München. Wir sind wie immer live am Montagabend dabei beim Abschlussspiel des Spieltages der zweiten Bundesliga. Strömender Regen bei Ingolstadt, das soll heute der Stimmung zumindest keinen Abbruch tun, denn wir erwarten ein Oberbayern-Derby, auf das wir uns freuen dürfen. Ingolstadt gegen 1860 München, der Tabellenerste gegen den Tabellenfünfzehnten. Und natürlich wollen beide gewinnen, denn Ingolstadt will wieder Punktevorsprung haben auf Darmstadt und München 60 will sich abheben von Aue und den Abstand zu den Relegationsrängen vergrößern. Schauen wir auf die Startelf von Ralf Hasenhüttels FC Ingolstadt. Keine Überraschung, Robert Bauer hinten rechts, Hinterseher in der Spitze in diesem 4-3-3-System. Eigentlich gibt es in Ingolstadt kaum Alternativen für die Startelf. Nicht, weil es den Spieler Bestand überschreitet, sondern einfach weil Ralf Hasenhüttl seine Mannschaft hat, die er aufstellt. München 60 dagegen mit deutlich variabler Startelf. Bandowski, Simon, Adlung, Okotie, Anan, Weigel. Insgesamt sind drei Neuzugänge in der Startelf mit Christian Simon, Janik Bandowski und Anthony Anan. Letzterer war mehrfacher Nationalspieler für Ghana, ist höchst erfahren und soll Ingolstadt heute Paroli bieten und vielleicht den nächsten Ausrutscher des Tabellenführers bewirken. Zuletzt gegen Sandhausen und gegen Aalen kein Sieg gelandet. Der letzte ist vor 3 Wochen datiert, auswärts bei der Spielvereinigung Fürth. Das soll heute korrigiert werden mit einem Erfolg gegen 1860 München. Will Ingolstadt wieder zurück auf die Erfolgsspuren des letzten Jahres. Beim fast schon sicher geglaubten Aufsteiger, der momentan wankt, aber noch nicht geschlagen ist. Sie sind nach wie vor in der Position, als Tabellenerster alles machen zu können. München 60 wird anstoßen in den blauen Trikots von rechts nach links. Der Tabellenführer in Rot-Schwarz. Und der erste Angriff läuft über Janik Bandowski. An diesem regnerischen Montagabend hier in Ingolstadt, vielleicht demnächst Bundesliga-Stadt, wenn es denn dem FCI gelingt. Die letzte Mannschaft, die als Herbstmeister nicht aufstieg, war Erzgebirge Aue. Die waren tatsächlich mal Herbstmeister vor einigen Jahren, haben es allerdings damals verpasst aufzusteigen. Seitdem ist eigentlich fast jeder Herbstmeister auch im Jahr danach Bundesligist gewesen. Es wäre eine große Überraschung, sollte Ingolstadt es verpassen. Momentan allerdings gibt es einiges, was dagegen spricht. Es ist zum einen eben diese beiden Misserfolge zuletzt gegen Sandhausen und gegen Aalen, die eigentlich vermeidbar gewesen wären. Zum anderen ein Stürmer, der nicht mehr trifft, mit Lukas Hinterseher. Hat noch kein Tor gemacht in 2015. Roger. Ganz rechts wäre Platz für Matthew Lecky. Wird er am Schuss gehindert im letzten Moment von Wittek. Deswegen misslingt ihm dieser Schuss. Matthew Lecky zusammen mit Hinterseher und Lecks die Offensive. Für sie, die sicherlich jedes Wochenende auch die zweite Bundesliga verfolgen. Sie wissen natürlich ganz genau, dass Hinterseher eigentlich der Topstürmer ist. Hat einen großen Anteil daran, dass die Tore gefallen sind in der Hinrunde, die sie auf den ersten Platz gebracht haben. Ein anderer eben am Ball, Pascal Groß, ist der große Spielgestalter des FC Ingolstadt. Wieder am Ball Hinterseher, diesmal für Morales und Pascal Groß. Robert Bauer, eigentlich die einzige Personalie, die zur Startelf zu Saisonbeginn verändert wurde. Er setzt den verletzten Da Costa auf der Position hinten rechts. Gute Flanke für Matthew Lecky, etwas zu hoch. Soares, gut nachgesetzt. Danilo Soares gegen Bandowski. Lecky, abgegrätscht von Kai Bülow. Innenverteidiger neben Gary Kagelmacher. Ist eigentlich auch Innenverteidiger, der muss heute hinten rechts ran bei den Löwen aus 60, aus München. Eckball, Pascal Groß, der Mann für die Standards. Hoch rein für Roger und fast Torgefahr. Am Ball vorbeigelaufen Lukas Hinterseher. Interessante Variante, die sie gespielt haben mit diesem langen Ball für Roger.
Winterseer. Oh, klasse gemacht von Kagelmacher. Geht er im allerletzten Moment auch dazwischen. Lecky. Jetzt gegen Wittek. Matthew Lecky vorbei an Wittek. Einer hat aufgepasst. Einsmal bei Schalke. Christian Simon kam genauso wie Annan und wie Bandowski im Winter. Annan. Weigel, Okotje. Nochmal Weigel am Ball für Rubin Okotje. Der traf beim Spiel in München, als Ingolstadt kam. Und Rubin Okotje. Nächster Versuch. Klasse quergelegt. Gerade eben noch rausgeklärt von Hübner. Mit dem Ballverlust an Julian Weigel und Kagelmacher. Christian Simon spielte zuletzt in seiner Heimat bei Újpest Budapest. War mal für ein halbes Jahr für 8 Spiele ausgeliehen an Feyenoord Rotterdam. Hat sich dort nicht durchgesetzt, soll jetzt mit München 60 die Wende schaffen. Im Vierkampf mit St. Pauli, mit Aalen und mit Aue. Das sind die 4 Mannschaften, die sich hinten ein Duell liefern könnten um die sicheren Plätze und um die Abstiegsplätze. Stefan Lex war der Torschütze vor 2 Wochen beim 1:3 Misserfolg gegen Sandhausen. Als der Spitzenführer, der Tabellenführer, überraschend verlor gegen den eigentlich als Außenseiter angereisten SV Sandhausen. Und seitdem läuft es eben doch nicht mehr ganz so. Schwaches Spiel auf der Ostalb beim VfR Aalen. Es braucht mal wieder ein Spiel, das zeigt, warum der FC Ingolstadt ein potenzieller Bundesligist ist. Vielleicht ja heute gegen die Löwen mit Roger. Hinterseher. Vorteil. Nachdem die Grätsche von Kagelmacher ins Leere ging. Roger. Für Soares. Gute Flanke. Pascal Groß kann nachsetzen. Hinterseher kann den Schuss nicht aufs Tor setzen. Meldet sich zumindest mal wieder. Ist allerdings auch heute nach einer halben Stunde noch weitestgehend untergetaucht in der doch gut stehenden Münchner Verteidigung. Vom ehemals dritten Torwart Vitus Eicher. Die Nummer 1 ging mit Gabor Kiray gleich zu Saisonbeginn. Stefan Ortega zuletzt aussortiert bzw. auf die Bank ausgetauscht gegen Vitus Eicher. So hat der seine Chance, heute zum zweiten Mal in der Startelf zu stehen unter dem neuen Trainer. Christian Simon für Weigel. Oh Gott, ja. Abgedrängt von Robert Bauer. Alfredo Morales. Stefan Lex kann nach unten kommen gegen Kagelmacher. Wichtiges Duell. Klasse von Kagelmacher, der sich da reinwirft und damit Lex das Tempo rausnimmt. Wäre ganz gefährlich geworden, wenn Stefan Lex da mit diesem Tempo durchlaufen kann. Christian Simon, 2 Nationalspiele für Ungarns Mannschaft unter Herthas Trainer Paul Dardai. Steht heute zum zweiten Mal in der Startelf unter dem neuen Trainer Thorsten Fröding.
bereits ja der dritte Trainer der Löwen in dieser Saison, nach Ricardo Muniz, der noch sagte, wir wollen Meister werden. Und Markus Van Aalen, hier in Ingolstadt sind die Ziele andersrum. Man hat zwar sich durchaus was vorgestellt, aber an eine Meisterschaft war nie was zu denken. Jetzt ist man zumindest mal in der Position. Hinterseher gegen Eicher, das ist das Tor, Lukas Hinterseher. Erster Treffer in 2015 durch den Mann, der schon so oft getroffen hat in der Hinrunde. Und jetzt auch endlich in diesem Jahr Ingolstadt führt, weil sich Hinterseher da freistehen kann. Eicher ist chancenlos, kann kaum reagieren. So schnell geht das von Lukas Hinterseher. Weiß ganz genau, er hätte was machen können, aber was soll er machen, wenn der Ball da so scharf aufs Tor kam? Er hat's gut gemacht. Lukas Hinterseher trifft endlich mal wieder für Ingolstadt. Und das ist dann eben auch die Bedingung, die eintreffen musste, dass hier endlich mal wieder Erfolge gefeiert werden, dass eben genau dieser Hinterseher auch mal wieder trifft. Der Saisontreffer. Zieht damit klubintern zunächst einmal Stefan Lex davon. Der hat ebenfalls 7 Saisontreffer gehabt vor diesem Spiel. Der dritte Torschütze ist dann Pascal Groß mit 6 Treffern. Also es kommt nicht von irgendwo. Sie haben gefährliche Männer, wenngleich der gefährlichste in dieser Liga heute gegenübersteht mit Rubino Kotte. Mit inzwischen 13 Treffern ist allerdings auch im Club wirklich der Einzige, der so regelmäßig trifft. Stefan Lex. Pascal Groß, abgegrätscht, nachgesetzt von Robert Bauer. Hinterseher. Dann Bouchard, geschickt von Simon, der da mehrfach versucht abzudrängen. Roger, Robert Bauer, Pascal Groß, nächste gute Reingabe. Richtig von euch, Fahne war oben. Tor heute nicht gezählt, klasse kombiniert dennoch von dieser Ingolstädter Mannschaft. Ganz leicht im Abseits. Stand da Danilo Soares, ne, Morales was. Aber Eicher wäre da gewesen bei diesem Kopfball. Klasse gemacht von Münchens Torwart, so oder so. Hinterseher. Soares. Hinterseher nochmal, Danilo Soares und Matthew Lecky. Nochmal die Chance, hier vor der Pause zu erhöhen. Diesmal durch den Asien-Cup-Sieger Matthew Lecky. Durchgesetzt gegen Wittek. Eicher muss nicht eingreifen. Dritte große Chance nach Hinterseher, der das Tor gemacht hat. Nach der Abseitssituation von Morales und dem Schuss jetzt gerade von Matthew Lecky. Halbzeitstand 1:0 für den Tabellenführer. Es läuft wieder bei FC Ingolstadt, der hinten weitestgehend ungefährdet war, nach vorne gut gespielt hat. Die Münchner kaum im Spiel hatten, kaum Torchancen, werden versuchen im zweiten Durchgang besser in diese Partie hineinzufinden. Zunächst einmal die Pause aus Ingolstadt mit der Halbzeitführung durch Lukas Hinterseher, der das erste Mal in diesem Jahr getroffen hat und damit den Weg geebnet hat für einen ersten Erfolg nach 2 sieglosen Partien. Und dem nächsten Polster auf den Tabellen, zweiten auf die SV Darmstadt. Kurze Pause, wir sind in einer Viertelstunde zurück aus dem Audi Sportpark.